Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising 4, meine Lieben. Wir haben hier aufgehört, aber ich glaube, haben wir das nicht schon gemacht? Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel da. Da, 3 Sterne maximal. Sehr witzig, du Kasper. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Ja, wir sollten uns gründlich umsehen. So, auf geht's zur zombiehaften Weihnachten. Ich hab jemanden Hilfe rufen hören. Wo denn? Kann mir jemand helfen? Nein! Was ist denn das? Schlagring, nehmen wir mit. Bitte, helf mir! Bam, bam! Voll in die Fresse. Mal erstmal ein paar Zombies kaputt. Ich will nicht sterben! Die fallen ja um. West, wo steckst du? Ich nehme die Abkürzung. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Lag hier nicht irgendwo eine Schusswaffe rum? Ob das eine gute Idee ist? Hier, genau hier. Da, ein Sturmgewehr. Aber... Ich brauche Hilfe! Ich komme! Großartig! Geht da! Mist! Unglaublich! Es sind so viele. Hätten die nicht geimpft sein müssen? Doch, gesetzliche Auflage im ganzen Land, ich verstehe es nicht. Bob, ich will Finisher machen. Cool! Das war widerlich! Das war widerlich! Lieber widerlich als widerlich, Kollege. Bam, bam, komm! Bingo! Danke nochmal! Sprengfleisch? Okay. So, wir müssen irgendwie wieder da hoch. So, wir machen uns mal auf den Weg. Wir... Leuchtpistole, okay. West, ich bin beim Hoteleingang. Kommst du? Ja, ja. Oh, was? Abgebärt! Geh doch mal hinter! Okay. Echt super Timing! Ja, deswegen kriegt er eine mit der Gitarre. So, wir machen uns mal auf die Socken. Sorry, hatte Lust auf Samosas. Samosas? Ich hab jetzt schon. Hey! Kommt hier rüber, bevor sie euch sehen! Alles klar, schnappt ihr eine Waffe! Ich habe Tonnen davon! Nix. Wir nehmen den Limp. Oh, ein Bauplan! Für was denn? Für einen Sprengbogen? Das dürfte interessant werden. Wie war das jetzt nochmal? Wie war das jetzt nochmal mit dem... Ah, hier Kombi. Ja, genau, wir bauen jetzt mal einen Sprengpunkt. Der ist ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Schau an, ich bin ein Genie. Ja, wir wissen, wie Molotows funktionieren. Irgendwo noch eine Nahkampfwaffe? Nee. Aber wir reden einfach mal mit Connor. Ein Doppelzimmer bitte, aber getrennte Betten. Sehr witzig, echt. Aber tatsächlich wärt ihr unsere ersten Gäste. Was meinst du? Ihr seid nicht von hier, was? Der ganze Scheiß begann am Black Friday. Und das war natürlich...
natürlich der Tag nach der großen Eröffnung. Was? Diese Mall war nicht mal einen Tag eröffnet und wurde gleich von Zombies zerstört? Wir müssen los. Führt diese Tür zum Wartungsbereich? Ja, aber der Manager wurde gebissen und hat sich dort eingesperrt. Kriege die Tür nicht auf. Okay. Los jetzt! Angreifen! Oh Gott, hier gibt's doch Überlebende! Hey! Hey! Ärger im Anmarsch! Ich mach sie auf! Gib mir Deckung! Ja! Ist das, Fascho-Wichser! Oh was, du Fascho-Wichser! Ziele direkt voraus! Erledige sie! Was zum... Oh, super! Ist das, Bösewicht? Abum. So, das... Gib Deckung! Ist hier noch einer? Oh, Scheiße! Oh, Zombies! Verkackte Zombies! Silvester! Ich glaube, ich heb mir die mal ein bisschen auf. War's das jetzt? Nee. Mann, ich bin diesen Ort jetzt schon leid. Alles klar, gehen wir. Okay. Wir sehen mal zu, dass wir hier wegkommen. Ach, scheiße. Du warst zwar ein Arsch, Ted, aber das hast selbst du nicht verdient. Ich bin übrigens Connor. Freut mich. Ich untersuche übrigens diesen Ausbruch. Hast du eine Ahnung, wie das anfing? Diese Militärschlöcher haben irgendwas super Geheimnis am Mall-Eingang bewacht. Und da war diese Journalistin. Eine Journalistin? Sie hatte irgend so einen Jungsnamen. Vic. Wo ist Vic jetzt? Sie hätte sich im Security Center der Mall versteckt. Vielleicht ist sie noch da. Wir müssen zum Security Center. Vielleicht gibt's da eine Waffe. Guter Plan, aber ich ziehe alleine los. Was? Pass auf, dieser Ausbruch ist ziemlich sicher Folge irgendeines Tests. Ausgeführt von diesen Militärwichsern. Und ich will herausfinden, warum. Aber nicht an der Leine von einem bullenhaften Aufpasser. Nimm's nicht persönlich. Dann sehe ich mich in der Stadt nach Nützlichem um. Und du sagst mir Bescheid, wenn du was herausfindest. Ja, mal sehen. Okay, das war's für mich. In Westridge gibt's eine Miliz. Ich werde da mitmachen und noch ein paar dieser Arschlöcher killen. Tschüss, Leute. Jo, tschüss. Viel Glück, West. Basketball-Knüppel. Ich glückspilz. Ich brauch mal wieder eine richtig gute Story. Bam. Ja, komm, hier Go-Kart fahren. Ich hab Bock. Also dann! Ladies and Gentlemen, starten Sie Ihre Motoren! Bum, bum, bum! Ja, immer diese... Und in Führung liegt Frank West, beliebter Fotograf und auch so ein absolut geiler Typ. You won! Come to the center podium to claim your prize. Hallo, ist gut jetzt. Kilowatt, wir bauen jetzt. Tschüssi. Ja, die Fahrzeugsteuerung ist teilweise echt ein bisschen... ...bisschen komisch. Oh, was ist das? Okay. Connor meint, Vic würde sich im Security Center verstecken.
Ich muss rausfinden, was sie weiß. Und dann. Was ist dein Problem? Wo kommen denn die Granaten hierher? Lassen wir die mal machen. Was zur Hölle? Boah. Ihr verdammten Arschlöcher! Boah. Boom, boom, boom! Okay, werden wir mal weitermachen. Die Story ein bisschen vorankommt. Bam! Umschaut, können wir uns später noch genug. Ich würde gerne mal wissen, was für ein... Gibt der noch? Nö. So. Oh, oh. Das klingt aber seltsam. So, guck mal, was das ist. Der Ton ist teilweise echt entweder laut oder leise bei dem Game. Okay, die Verwandlung hat sonst Tage gedauert. Was zur Hölle war das? Dann Freshies, mein Freund. Guten Tag. Und von der Säubere Not. Ja, Notbunker. Also wir müssen Bunker räumen, um Leuten zu helfen. Wie, der lebt noch. Der brennt! Oh Gott. Warum stirbst du nicht? Hier riecht es ziemlich übel. Hoffentlich ist es nicht weg. Du Quatschkopf, Alter. Erstmal Set. So, dann gucken wir uns hier mal um. Oh, oh, was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja, sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Wie siehst denn du eigentlich aus? Ich hatte hier alles im Griff, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Okay. An der Wand ist Vicks Handschrift. Hier muss es sein. Okay. Ach, ziemlich verkackt. Süß. Sicherheitsschlüssel für White Rock, okay. Okay. Da schau her. Mist, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Das ist Militärtechnik. Damit das hätte ich wohl besser gezeichnet. Hochgeladen. Ach so, ah, muss ja am Rahmen sein. Stimmt, da war ja was. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schaue es mir mal selbst an.
bevor du gehst. Ich muss dir noch was sagen. Okay, was denn? Ich nehme Hamburger mit. Hau raus. Hab dich reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah, okay. Ja, ja. Schau dich ruhig um. Was hast du denn für mich? Immer langsam, Coco. Ich kann Karten kaufen. Baublaupläne, okay. Kein Problem. Geh nicht ohne, okay? Was hat denn der Waffenhändler für uns? Wo ist er denn? Die sind cool. Wildvorräte sind wichtig. Kombiwaffen, Licht aus. Süß, Boom, X-Fäuste. Ne, wir sparen noch ein bisschen. Ah, wir haben noch Punkte, die ich verteilen kann. Stimmt ja. Wo ist das denn? Ah, hier, da, wir gehen erstmal hier hin. Da haben wir noch ein paar. So, dann gucken wir mal hier prügeln. Warte mal. Das machen wir mal. Ich hol jetzt mal noch einen zusätzlichen Nahrungsslot. So, warte mal, wo haben wir denn hier noch was? Muss ich mal gucken, was der Defibrillator kann. Elektroschocken! Irgendwie ist der useless. Warte mal. Nee, warte mal. Das sieht nicht so gut aus. Gott, du Mistgeburt. Boah, das sind doch noch drei. Super Teil. Oh Gott, wieder nicht aufgepasst. Genau, hör damit auf! So, wir gucken mal ein bisschen. Ich glaube, wir können auch Autos durchsuchen. Mal sehen, was das Katana. Na, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Steht da ein Bauplan auf der Minikarte? So, jetzt will ich. Holy shit! Wir müssen ja ein bisschen leveln. Wir müssen die mal sammeln.
Läuft, genau, Baby, es läuft. Schlitz. Was bald oder sind hier noch irgendwo? Hä? Ich weiß jetzt Bescheid. Nur im Bunker ist es wirklich sicher. Keine Ursache. Wir sollten mal weiter. Mir wird der Arsch abgebissen, wenn ich zu lange hier bleibe. Genau, Frank. Oh Mist. Wir metzeln uns hier einfach mal jetzt durch. Ein bisschen dunkel hier. Gott verdammt! Der eine mit der Zuckerstange aufs Maul hier. So, wir sind oben. Hallo. Frank, ich habe da was dich interessieren könnte. Wing Chu hat Obscurus Terminals genutzt, um den Kommunikationsausfall zu umgehen. Ja, das habe ich wohl gesehen. Sie hat denen so eine Art Berichte hochgeladen. Ich habe den ersten gefunden. Ich spiele ihn dir vor. Ja, yeah. Okay. Schlagstock. Tag 1. Willamette ist verloren. Ausgewachsener Ausbruch. Die Horde ist überall. Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Diese paramilitärischen Arschlöcher sind nur ein Teil des Puzzles. Die Regierung steckt dahinter. Und wenn ich das beweise, wenn ich die Strippenzieher entlarve. Also, vielleicht kann ich selbst einen tollen Hecht wie Frank West davon überzeugen, dass Journalismus mehr ist als schnelle Kohle. Der ist einen Monat alt. Scheiße, die ist mir weit voraus. Ich versuche noch welche zu finden. Such du in der Zeit nach diesen Terminals. Park out. So, Kleidung wechseln. Oh, warm. Was nehmen wir denn? Ja, wir spielen Dante. Dante. Das war jetzt nicht das Schwert. Aber wir sehen cool aus. Hier rumgeballert? Gib mir deine Armbrust, Junge! Huch! Ja, friss das. So, wir müssen weiter. Gab's hier nicht mal ein Fahrzeug? Lass es einfach mal rumballern. Müssen wir mal ein bisschen schneller bewegen. Oh, Begegnung. Hey, Zombie! Ja, verdammt! So geht das. So muss man. Läuft! Läuft, genau. Ah.
Alter, warum waren das so viele? Oh, eine andere Waffe. Hier! Na also! Einfach perfekt! Was hast du für mich? Yeah, Baby! Die Thanos-Handschuhe. Was ist denn das hier? Was ist denn hier hinten? Warte mal. Ach, ein Bauplan. Mal sehen, ob ich da rankomme. Halt die Schnauze. Kommen wir nicht durch, okay? Okay, da kommen wir da ja spät. Kann ich das Ding fahren? Hoffentlich gut versichert. Und wir sollten das ausmachen. Zum Land von Königin Sondra verwehrt. Also verpisst euch! Wit, wit! Ja, Hallöchen! Wusste gar nicht, dass die Gesellschaft mittelalterlicher Minderbemittelter hier tagt. Was hast du da gerade gesagt? Also, wenn Königin Sandra nur halb so inzüchtig ist, wie sie klingt, dann stehe ich auf sie. Das wirst du bereuen! Deine Mutter war ein Ziesel und dein Vater riecht nach Körperspray. Hey, macht auf! Damit ich dein Vater riecht nach Körperspray! Wie geil ist das? Komm her, Junge! Komm her, Junge! Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Hey, Blechbüchse! Ich bin gar nicht der Böse hier! Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Gibt's einen Bauplan? Ach, der ist da unten. Nee, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Ach, da brauchen wir einen. Nicht ein bisschen alt fürs Verkleiden? Dong, dong. Dong, dong. Was musst du gerade sagen, Frank? Du rennst ja als Dante rum. Schon gut, schon gut. Ich will doch nur durch. Mann, ihr habt echt einen an der Murmel. Komm schon. Ja, warum sterben die nicht? Also man steigt hier gerade echt im Moment im Level. Oh.
Stirb doch einfach. Die Arme hier wegfetzen. Hä? Ich dachte, ich kann die kombinieren. Ich will die Armbrust. Natürlich wieder nicht rein, oder liegt das da oben? Ich brauche einen Schlüssel, okay. Bauen wir mal einen Sprengbogen. Das tue ich nämlich ein bisschen. Sandra, hau ab. Sandra, das ist nicht nett von dir. Nimmt ihr überhaupt keinen Schaden? Ich will, hä? Was? Okay, ich muss da echt gucken. Ich muss mich da besser vorbereiten. Bisschen unfair, würde ich sagen. So eine Ritterrüstung gegen mich. Ich bin gar nicht der Böse hier. Halt einfach die Fresse! Genau, halt einfach die Fresse! Oh, hier gab's einen Snack. Armbrust nehmen wir auch mit. Ich will einen Lutscher. Danke. So, aber ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend. Eine Mistgabel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, wir schaffen dann endlich mal Sandra zu töten. Ich würde ja gerne mit dem Security-Auto weiterfahren. Aber geht leider nicht. Obwohl, ich will mal noch was machen. King of the Beat. Nicht ein bisschen alt fürs Verkleiden? Oh. Ah, meine Güte! Meine Güte!
wie die dahinter wegfliegt. Oh, oh, oh. Du willst es ja nicht anders. Ich bin gleich wieder tot. Steh auf! Steh auf, du Lutscher! Tschüss, du Lutscher! Wir gucken mal, was es hier gibt. Fürchtet euch nicht, Bürger! Kann ich mir... Oh ja! Yeah. Ich bin... Habe ich halt eine Ritterrüstung an. Vielleicht halte ich da mal ein bisschen mehr aus. Warte mal, der Schlagstock kann weg. Haben wir hier noch was? Das sieht schon mehr nach Ritter aus. Gut, Freunde, also genug rumgespielt. Mal. So, Freunde, wie das Ganze weitergeht mit Frank West in seiner absolut krassen Rüstung, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin.